Gleich jetzt zeige ich dir eine Übung, die mir und vielen Menschen hilft, Schulterverspannungen sofort zu lösen. Wenn du gerade keinen Stuhl hast, kannst du sie auch im Stehen machen. Zuerst richte deine Wirbelsäule auf, dann nimm deine linke Hand und fasse sie rechts am Kopf, dann ganz leichte Seitneigung nach links und jetzt drehe den Kopf ein wenig nach vorne und nach unten, sodass du zum linken Knie schaust. Fass mit der rechten Hand am Stuhl oder sonst im Stehen, zieh nach unten. Und jetzt gib ganz sanften Druck mit der Hand gegen den Kopf. Und beginne die Dehnung zu spüren, atme langsam aus. Und mit der rechten Hand auch sanften Druck geben, sodass die rechte Schulter nach unten zieht. Und jetzt intensiviere die Dehnung, atme etwas langsamer aus. Die Augen schließen und spüren, wo es überall dehnt, rechts, im Nacken, an der Schulter. Und jetzt press ganz sanft noch mit dem Kopf gegen die Hand, damit die Dehnung noch intensiver wird. Sanft pressen mit dem Kopf gegen die Hand und mit der Hand gegen den Kopf. Gegendruck geben. Und atme entspannt aus. Langsam löst du die Übung. Spür jetzt mal nach und lass die Arme senken. Und jetzt zieht den rechten Arm, die rechte Schulter nach unten, weil sich die Spannung löst. Vielleicht merkst du sogar die Entspannung bis ins rechte Auge, bis in die rechte Stirn, die ganze rechte Seite, auch im Nacken löst sich. Und dann machen wir natürlich auch die andere Seite. Jetzt nimm die rechte Hand. Dann wieder eine Seitbeuge nach rechts, ganz leicht. Und jetzt dreh den Kopf so nach vorne und nach unten, fass mit der linken Hand wieder am Stuhl oder sonst ziehst du einfach im Stehen nach unten. Und jetzt beginne wieder ganz sanft mit der Hand Zug zu geben, spür die Dehnung der linken Schulter, Kopf schaut zum rechten Knie, kannst die Augen schließen und dann beginne auch mit der linken Hand ein bisschen Zug zu geben, zieh die linke Schulter nach unten. Und zieh am Kopf sanft und atme langsam aus. Konzentriere dich ganz da, wo es spannt und aufs lange Ausatmen. Und nun beginne mit dem Kopf ein wenig Druck zu geben gegen die Hand, dass die Dehnung noch stärker wird. Achte, dass du die rechte Schulter locker lässt, indem du den Ellbogen rechts noch wenig nach unten ziehst. Intensiv dehnen, langsam ausatmen. Und spüren, wie es immer tiefer löst, auch in den Faszien löst. Und jetzt langsam hochkommen, spür, wie es wirkt in den Schultern. Spür die Atmung und dann öffne langsam die Augen. Ja, wie fühlen sich jetzt deine Schultern? Ich würde mich freuen über deinen Kommentar, deine Erfahrung, dein Like. Und wenn du die Glocke drückst, dann hast du immer wieder solche Videos, die deine Schultern, deinen Nacken gut tun. Herzlichen Dank.